und wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FXLED mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Schön, dass Sie wieder so früh am Morgen dabei sind. Nichtsdestotrotz, wie immer, einmal den Risikohinweis. Das Webinar bitte nur als oder nicht als Handelsempfehlung verstehen, dass wir jetzt was, also nicht als Handelsempfehlung verstehen, dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Und die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FXLED sein. Ja. So, Thorsten. Wie jetzt? Den letzten Satz, den habe ich nicht verstanden. Da habe ich nur darauf gewartet, dass du darauf anspringst. Deswegen schalte ich einfach jetzt um, lasse dich jetzt reden und wünsche viel Erfolg. Alles klar. Dann muss ich erstmal gucken, welchen Bildschirm ihr überhaupt seht. Seht ihr jetzt einen Peatmatch oder seht ihr einen Chart? Tatsächlich einen Chart. Jetzt nicht mehr. Jetzt den schönen Vogel. Ja, für Lutz ist das ein Chart, siehst du? So. Okay. Ich versuche die Anzeige hier im Blick zu behalten, wenn Ton und so weiter irgendwie. Aber ansonsten wird Nelson schon dazwischen pfuschen, ne? Wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, aber leise, ich bin sensibel. So. Wir haben uns die... Guten Morgen erstmal in die Runde. Schön, dass ihr so früh mal wieder aus dem Bett gefunden habt. Es werden ja, wenn ich das so sehe, wird das immer zahlreicher. Das Coole ist, ja, ob man sich dafür nur unbedingt ein Bienchen ins Muttiheft schreiben kann, das weiß ich nicht. Aber man ist es ja gewohnt, dass ich selten um 7.45 Uhr anfange, sondern eher um 7.47 Uhr oder 7.48 Uhr. Und immerhin sind jetzt die letzten 3 Minuten über 20 Leute hier reingekommen. Also der Mensch ist ein Herdentier anscheinend. Da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Ich sehe ja auch ein paar alte Gesichter, nee, nicht ein paar alte Gesichter, das will ich jetzt so nicht sagen, aber so ein paar Teilnehmer, die man sonst nicht sieht, ne, Georg oder Ulrich, immer Leute, die man sonst ungern sieht. Okay, wir haben uns für dieses Jahr, Anfang des Jahres, auf die Fahne geschrieben, dass wir unsere Webinare morgens, was den Chart betrifft oder was die Analysen aus meiner Sicht betrifft, kurz, knapp und knackig halten wollen, damit die Jungs, die jetzt auf dem Weg zur Arbeit sind oder sich mit dem Smartphone schnell vor ihrem Chef auf dem Klo versteckt haben, um schnell ein Webinar zu gucken, um zu wissen, was sie in der Frühstückspause nachher handeln dürfen, die Chartanalysen relativ kurz zu fassen. Und da werden wir uns auch in Zukunft dran halten. Umso früher kann Nelson auch zum Frühstück. Dazu müssen wir 1, 2 Sachen mal zusammenfassen. Und zwar haben wir heute Morgen, das wollen wir mal jetzt nicht. Ihr findet auf unserer Facebook-Seite regelmäßig, wenn ich morgens einen Tagesausblick oder einen Überblick schreibe, findet ihr den bei uns auf der Facebook-Seite Forex Trading Handeln mit Strategie. Sobald ich auf unserem Blog was geschrieben habe, wird das hier von Zapier innerhalb von 5 Minuten hier rüber geschossen und dann kann man das hier öffentlich lesen und kann sich auch dazu äußern, wenn man das denn möchte. Das haben wir heute Morgen auch gemacht. Kann man sich schon mal reinziehen. Wir haben uns die letzten Tage angeschaut. Muss ich jetzt mal ein bisschen kleiner machen und ein bisschen zurückgucken. Wir haben die letzten Tage immer gesagt, wir sind auf dem Weg stramm auf die Richtung 1,11. Ob die ganz erreicht wird, war
sehr vage. Ich muss mal gucken, ob ich hier jetzt, nee, dazu mache ich mal einen neuen Chart auf. Na komm. So. Dazu mache ich hier die neue Nummer mal auf im H1. So. Und wenn wir uns das ganz übergeordnet anschauen im Daily und hier auf diese Nummer einen Fibo legen, dann sehen wir, dass wir hier unten an der knapp unter der 1,11, nehmen wir mal die Marke genau, 1,11 und knapp unter der 1,12, sorry, da unten bei 1,1190 die 61,8 von der ganzen Bewegung erreicht haben, hätten, könnten aber auch an die 1,10 bis an die 66 gehen, zumal wir hier bei der 1,11 glatt hier das Zwischentief haben. Ich hoffe, das kann man erkennen. Wenn mein Chart zu klein ist, müsste das sein. Ich habe nur einen 13 Zoll oder 12 Zoll Bildschirm vor der Nase. Okay, scheint aber zu funktionieren. Wenn Lutz nicht mehr meckert, dann will das schon mal heißen. Das heißt, wir haben hier draus gelernt, oder ich jedenfalls habe aus der letzten Geschichte sehr viel gelernt. Auch wenn man meint, diese Bewegung, die könnte man nach unten wiederholen, dann müsste diese ganze Geschichte so laufen und dann wären wir unten bei der 106 und wir hätten dieses Gap, was hier noch offen ist, wir hätten das geschlossen. Dafür wird diese Bewegung aber zu schwach hier, weil wir hätten dafür nur noch Zeit bis Mitte März, das heißt noch 3 Wochen ungefähr, um diese Nummer mit 800 Punkten nach unten abzuarbeiten. Das ist für den Euro eher nicht wahrscheinlich, sondern es stinkt eher danach, dass diese Bewegung, diese Aufwärtsbewegung, das ausschlaggebende Kriterium ist. Hallo. So, dass diese Aufwärtsbewegung das ausschlaggebende Kriterium ist und dass dieser Bereich hier unten 1,12, 1,11 jetzt Halt bietet. Jetzt haben wir, um mal auf einen Kommentar aus der Facebook-Gruppe darauf einzugehen, wir haben hier eine Bewegung, wir haben hier die zweite Bewegung, die fast auf den Tick genau so lang ist wie die erste. Die sind beide absolut identisch. Allerdings fehlt der kräftige Rückschlag, den wir hier hatten. Der ist hier noch nicht zu Ende. Das heißt, wenn wir die Bewegung duplizieren, dann sollte auch diese Bewegung hier dupliziert werden. Alles kann, nichts muss. Wir haben aus dieser Geschichte hier gezogen, heute Morgen. Und ich glaube, da lag ich ein bisschen zu geizig daneben. Man kann es nachlesen. Ich habe gesagt, ich will heute Morgen runter an die 1,1320, nämlich an diesen Zielbereich. Wenn die 1,1320 abgearbeitet ist, dann würde ich ganz gerne hier long gehen und dann über der 1,1332 wieder aufzustocken. Das heißt, mein Plan für heute lautet, hier runter, könnt ihr euch mitschreiben, wenn ihr wollt, 1,1320. Bei der 1,1320 werde ich mir ein bullisches Szenario suchen, also eine Umkehr, ähnliche Kerze so wie hier. Jetzt zeige ich gleich, wie ich es dort mache. Eine Umkehr hier unten und würde dann ein Szenario bevorzugen, was bis hier hoch geht. Bis an die
63. Wenn wir von der 19 oder von der 20 kommen bis an die 63, das sind 43 Punkte, dann kann man auch ganz entspannt hier unten nach einem erfolgreichen Bruch der 32, 33 hier unten dann die Geschichte aufstocken, die ganze Geschichte Break-Even absichern, sobald man aufgestockt hat, Stop für die gesamte Position in den Gewinn, beziehungsweise auf jeden Fall auf plus minus null, um dann den Lauf nach oben mitzunehmen. Immer nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Wir haben, komm her, wir haben dafür dieses Zeitfenster, um diese Nummer abzuarbeiten. Das heißt, wir hätten sogar noch ein bisschen Luft für Übertreibung nach unten. Wenn er diese Bewegung nach unten wiederholt, haben wir sogar Luft für ein bisschen Übertreibung. Das heißt, so ein Spike, den darf er auch ganz entspannt hier nach unten machen, dann wieder zurück. Den Schlusskurs nach Möglichkeit über der 19, dann ist alles gut und dann kann man diese Geschichte auch so handeln. Aber, wie gesagt, an der Börse ist wie im Swingerclub, alles kann, nichts muss. Wenn diese Nummer hier nicht funktioniert, dann bleiben wir unserem Euro Pro einfach treu. Euro Pro heißt Short. Allerdings haben wir von dieser Nummer hier, von der 32 bis zur 19. Euro Pro haben wir im Moment einen Short-Trend zu verzeichnen. Wir haben hier die Bewegung, hier die Korrektur, hier sind wir noch in der Bewegung. So, und diese Short-Bewegung wird jetzt gerade in 5 Minuten auskorrigiert. Und danach haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und diese wird jetzt hier in unserem Zielbereich immer flacher. Für die Shorties würde das heißen, wir brauchen jetzt einen Schlusskurs oder wir müssten jetzt mit Schmackes unter die 30, unter die 1,1330, da müssen wir mit Musik durch, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll kaputt sein. Also mit Musik nach unten durch, dann zurück bestätigen und dann erst können wir shorten. Das würde aber heißen, wir kommen im Bereich 28, ungefähr haben wir eventuell eine Chance reinzukommen. 28, der Stop muss über die 33, also über die 34. 28 auf 34 sind 6 Punkte Stop und wir müssen in Kombination mit unserem Zielbereich hier unten einer 20 aufpassen. Das heißt, wir haben ein CRV von im besten Fall von 1,5 zu 1. Das sollte man sich überlegen, ob man das eingehen will oder nicht. Weil hier bewegen wir uns im Stundenchart, sind wir immer noch ganz sauber nach oben ausgerichtet. Das heißt, diese Short-Bewegung, die wir haben, oder den Short-Trend, den wir gerade angenommen haben, den haben wir nur im 5 Minuten. Und wir haben auch hier vor dem Tief die erste Bewegung, dann die zweite Bewegung und die darf runtergehen in der Korrektur bis an die 16. 1, 13, 16. Gucken wir uns die 1, 13, 16 nochmal an. Wo hatten wir die eben? Wir haben gesagt, er darf hier sogar noch übertreiben. Achso, ich habe die beiden Dinge herausgenommen. 1, 13, 16, schön merken. Da unten dürfen wir hin. So. Und dann schieben wir das ganze Theater hier mal rüber. Was haben wir gesagt? Welche Marke soll ich merken? Ja, Lutz ist über 40, der merkt sich sowas nicht mehr.
So, dann haben wir die 1.13.16 und wir sind hier bei der 1.13.16.9. Wenn wir diese Bewegung hier nach unten duplizieren, sind wir hier unten bei der 1.13.16.9 und wir sind hier bei der 1.13.16.1 oder 1.13.16.2, wenn man ganz sauber arbeitet. Das heißt, beides würde sich absolut decken. Das ist die Theorie, die Praxis muss ja noch lange nicht so funktionieren. Aber so ist die Theorie. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Die zweite Bewegung ist, das spricht allerdings jetzt dagegen, die zweite Bewegung ist etwas kürzer als die erste. Das ist immer kein so gutes Zeichen. Aber die Bullen haben per Schlusskurs der im Stundenchart den Trendwechsel hingekriegt. Wir können sogar noch eine Etage höher gehen. Wir können in den 4-Stunden-Chart gehen. Auch hier haben wir das letzte Hoch kaputt gemacht und damit haben wir auch hier den Trendwechsel eingeleitet. So, und wenn wir dann diese Bewegung hier nehmen, dann sehen wir, dass wir diese Abwärtsbewegung jetzt um 50% korrigiert haben. Und dürften oder sollten sie allerdings bis an die 61 hier korrigieren und dann sind wir sogar an der 1,14. Aber das wird uns der Markt gleich erzählen. So. Das heißt, hier gibt es für mich jetzt nur zwei Szenarien. Entweder war es das hier unten an der 23 schon, dann habe ich den tiefen Einstieg eben nicht erwischt. Den würde ich mir aber auch nur holen, wenn wir hier unten an die 1.13.20 gehen. 1.13.21 ist auch eine gute Geschichte. Das heißt, ich könnte hier unten mit einer Limit-Pullback arbeiten. Die würde ich jetzt da hinpacken. Schon alleine, um die Nummer mitzunehmen, wenn wir hier ein nachlaufendes Tief kriegen. Diese würde ich jetzt hier mit zwei Punkten versehen und warte, dass, ja, mehr kann ich beim Scalp nicht machen. Das Ding runterschieben, zwei Punkte runterschieben und dann retour. Das würde jetzt in der Kombination mit dem Lauf bis hierher passen. Wenn ich Glück habe, schießt er durch an die 1,16 oder 1,13,16 oder 1,13,17, wenn er eine volle Granate in einem Schub durchschiebt. Dann schiebt er die richtig schön runter und nimmt sie danach mit. Ansonsten muss ich leider in 5 Minuten warten, bis ich eine dementsprechende Konstellation habe. Im Stundenchart haben wir gerade gesehen, sind wir long orientiert. Das hier sind nur zwei Korrekturbewegungen. Warum handle ich jetzt nicht Euro pro Short? Hat jemand eine Idee? Weil in 5 Minuten sind wir ja eigentlich short orientiert. Warum handle ich das jetzt nicht short? Der Hauptgrund ist, dass ich, genau, H1 haben wir den Trendbruch, und wir haben ein nicht so gutes CRV. Das heißt, wir haben nur Luft bis hier unten hin. Hier unten haben wir jetzt gerade gesehen, dass wir an der 1.13.19, 1.13.16 reagieren dürfen. Und hier diese Nummer, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll mit Musik gebrochen werden. So, Musik sieht bei mir ein bisschen anders aus. Da muss das richtig krachen. Da muss das richtig scheppern. Wir haben hier den Zielbereich, wir kriegen hier diesen Trendbruch mit dieser Kerze hin. Das ist aber nichts mit Musik. Das ist ein ganz leiser Trauermarsch, der hier abgehalten wird. Aber kein Orchester, was hier auf die Pauke haut. Alter Schwede. Ich gucke hier draußen gerade über den Boden, der ist schwarz. Schwarz mit Kormoran. Irre. Das heißt, diese Nummer hier kommt für mich nicht in Frage. Die Wahrscheinlichkeiten, die da sind, dass er hier runterschießt,
an die 20 und an die 16, die ist zwar da, aber nicht groß genug, dass ich hier mit einem vernünftigen CRV handeln könnte. Und ich muss hier noch ein ganzes Stück warten, weil unsere Wolke ist noch blau, die ist noch nicht rot. Sehr, die fängt jetzt erst an, sich dem anzupassen. Das dauert noch einen kleinen Augenblick, bis sie soweit ist. Und erst dann würde ich überhaupt die Chance haben, dort reinzulaufen. Das Zweite ist, dass wir hier eine ausgeprägte Abwärtsbewegung haben, die von hier oben von 1,1352 kommt. Und wir könnten rein theoretisch hier sogar, solange wir nicht unter die 28 fallen oder wenn hier an der 1,28 Schluss ist, hätten wir sogar was. Okay, jetzt haben wir es nicht mehr. Genau. Wir hätten sogar bis hierher eine inverse SKS, solange wir mit den Schlusskursen in dieser Zeiteinheit über der 1,1328 3 bleiben. Wenn wir den Schlusskurs da oben drüber kriegen, war das ein klassischer Fake. Bis zu dem Rutsch eben konnte man sowas nicht zwingend wissen, aber wenn diese SKS aufgelöst worden wäre, die hier sogar gar nicht so schlecht ausgesehen hätte, dann wäre das Ding auch weit genug hochgelaufen, um unser Setup, unser Short Setup, was wir eben gerade angeschaut haben, kaputt zu machen. Und dann wären wir nämlich oben an der 41 und dann ist das ganze Theater für uns nicht mehr interessant. Das sind die Sachen, die mich eben dazu über gebracht haben, nicht zu shorten. Das heißt, auch einem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Regelwerk Europro kann man nicht blind vertrauen, sondern man muss schon die Begleiterscheinung irgendwo mitkriegen. Aber diese Begleiterscheinung, die findet ihr auch in keinem Handbuch oder so, sondern die einzige Chance, das zu kriegen, ist zum Teil euch das selber zu erarbeiten aus den Webinaren, aus den Facebook-Gruppen beziehungsweise im Seminar gehen wir da auf viele Sachen ein. Ist die Facebook-Gruppe öffentlich? Ja, die eine Facebook-Gruppe ist öffentlich. Forex-Handel mit Strategie. Die Gruppe ist öffentlich. Allerdings muss man trotzdem dort ganz kurz sich anmelden und anklopfen, ob man mitmischen darf, ein, zwei Fragen beantworten, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann werdet ihr manuell oder es wird von uns überprüft, ob das alles okay ist und dann werdet ihr freigeschaltet und habt ab diesem Zeitpunkt öffentlichen Zugang. Dazu eine Bitte, wer sich dort irgendwie äußert, wer dort irgendwie irgendwelche Analysen oder sonst irgendwas schreibt, ist ja alles ganz gut und schön. Wir freuen uns immer über aktive Beteiligung, aber es nützt uns nichts, wenn jemand sagt, ich gehe bei 1,1320 Long Stop, gehe ich bei 1,1315 und dann habe ich noch oben 1,1340, 1,1360, 1,1380, sondern schön ist immer, die Community daran teilzuhaben. Warum ist das so? So habe ich das, so wie ich das jetzt hier gerade erklärt habe, in 5 Minuten, okay, das Regelwerk ist verständlich. Die Leute, die mit uns handeln, die kennen dieses Regelwerk, die kennen Europro, die kennen die Zielbereiche. Dann weiß man auch, warum wir hier unten diese Long-Position eingehen. Alles andere, was unbegründet ist, ist aus meiner Sicht Klugschnackerei. Das überlassen wir bitte anderen Foren, etc., sondern hier wollen wir effektiv auch Begründung haben, warum, wieso, weswegen. Was für einen Link dazu einstellen? Geh doch einfach auf die Gruppe, geh einfach auf Facebook und sag Forex-Handel mit Strategie. Da, Forex-Trading, Handeln mit Strategie. So, nach der Gruppe musst du suchen.
Geht da auch mein Bauch, der sagt long. Ich habe deine Plauze gesehen. Nach deinem Bauch würde ich eher nicht gehen. Ach so, geht gar nicht. Ich wollte gerade die Frage beantworten. Wieso kann ich das nicht? Hat Nelson mich gesperrt? Immer noch nicht. Nee, ich kann die Fragen zwar sehen, aber ich kann sie nicht beantworten. Ja, du bist aber Organisator, also mehr geht nicht. Oh. Ich habe übrigens den Bug erkannt, warum das mit einem Mac nicht geht. Ja, hat der Dirk erzählt. Hat er? Am Montag. Ach so. Wie ist er jetzt da drauf gekommen? Habe ich ihm das schon Weil er auch. erzählt? Nee, er hat nur gesagt, dass in Verbindung mit dir, dass ihr dann darauf gekommen seid, dass du das auch nicht gesehen hattest. Ja, das habe ich auch nicht, das ist richtig. Aber das Problem ist bei Citrix, dass alle Mac-Händler das nicht sehen können. Ja, Äh, hat er alle, dann auch alle, gesagt. alle, alle, die Citrix oder die GoToWebinar auf dem Mac laufen haben, können die Fragen nicht sehen, in dem Moment, wo man das Fenster rauszieht. In dem Moment, wo man das Fragenfenster rauszieht und auf einen anderen Schirm zieht, kann man das nicht sehen. Also werden wir uns nach einer Alternative umgucken. Das ist bei GoToWebinar bekannt. Schon seit einem Jahr, aber die werden es nicht ändern. Interessante Info. Hat mir der Support erzählt. Okay, also im Euro brauchen wir es jetzt hier nicht übermäßig heiß machen, sondern die Position ist hier. Ich höre es, wenn sich was tut, wenn die Position gegriffen wird. Ansonsten warten wir hier oben, bis wir über die 32 kommen. Hier brauchen wir uns da keine großen Gedanken machen. So. Heute Morgen gucken wir uns den Jungen mal an hier. Heute Morgen haben wir noch gesagt, pass auf, ich glaube, Dirk hatte eine Marke, die 11.470 oder 11.469 hat er aufgerufen. Die 11.470 hatte ich als maximale Übertreibung überhaupt auf dem Plan. Aber der Junge geht mir fürchterlich auf den Keks im Moment und ich bin im DAX etwas verunsichert, muss ich fairerweise sagen. Wir haben, so weit brauchen wir jetzt nicht übertreiben, wir sind immer noch nach wie vor short unterwegs, wenn wir diese Geschichte hier so nehmen, wie sie ist, zack. Dann haben wir die jetzt von unten fast bestätigt. Allerdings kann man diese Linie hier in verschiedenen Stufen einzeichnen. 11.489, okay, nicht 11.469, alles klar. Hier sind wir bei der, Entschuldigung, so, bei der 11.478. Da kommt diese Linie angeschossen, wenn ich dieses Tief und dieses Tief hier verbinde. Allerdings haben wir hier mehrere Möglichkeiten von diesen Übertreibungen, die er hier gemacht hat, dass man hier leider Gottes ein bisschen aufgeweichter arbeiten muss oder arbeiten kann. Da muss man immer gucken, was geht überhaupt. Und dann sehen wir sogar, dass hier diese Linie mit diesem Tief hier eher eine Rolle gespielt hat. Oder die nächste Stufe wäre dann diese hier. Das heißt, wir hätten, wenn dieses Tief hier die Rolle spielt, hätten wir die Marke, na komm her, 11.507. Da, 11.500 als Ziel. Und wenn wir diese Marke haben, hier dann die 11.478, das wäre unsere Nackenlinie, die das ganze Spiel hier
drehen lassen sollte, um wirklich die ganze Nummer dann nach unten abzuarbeiten. Nach unten abzuarbeiten würde heißen, und das ist jetzt das Schwierige bei der Geschichte, weil hier muss man mit anderen Stops arbeiten. Das hat nichts mehr mit Scalpen zu tun. Gut, falsche Linie erwischt. So. Und wenn wir diese Nummer nämlich jetzt hier nehmen und nach unten von da aus dann duplizieren, dann landen wir unten irgendwo im Bereich weit unter 10. Das heißt, wir hätten die nächsten 1000 Punkte ungefähr vor der Nase, die es nach unten gilt zu holen. Ah, Also okay. dein Euro-US-Dollar sollte abgeholt sein, schreiben die. Ja, gucke. Euro-US-Dollar ist abgeholt. Da. Ich habe es gerade gesehen. Danke, Lutz. Lutz ist doch ein aufmerksames Kerlchen, oder? Ist er nicht süß, der Kleine? Das ist er. Ja, ne? So, und jetzt suchen wir uns genau diese Nummer, die wir haben wollen, abgeholt. So, unser Ziel ist wo? Was ist unser Tagesziel? Zwölf Punkte. So, Jungs und Mädels, die das gleiche Tagesziel haben, zwölf Punkte. Entry ist bei 1,1324, wir sind bei 1,1337. Im Grunde genommen kann man jetzt sagen, so, leck mir eine Föt, raus das Ding, Tagesziel drinne, erledigt. 12 Punkte. Ihr seht, ich habe jetzt hier mit 0,1 Lot gehandelt, das werde ich auch in Zukunft tun. Einfach nur, um zu zeigen, was hier geht. Dazu haben sich die letzte Zeit viel zu viele Leute Gedanken darüber gemacht, was man an Geld verdienen könnte. Deswegen werde ich so eine Position hier weiterhin live handeln, so wie wir es immer gemacht haben. Aber ich werde sie mit 0,1 handeln, dann braucht sie keine Kopfzerbrechen, was auf der Haben- und auf der Soll-Seite bei uns zu finden ist. Okay, Aussage vorhin war, dass wir mit einem Spike hier runtergehen, eventuell bis an die 16, mit einem Spike runter, die Umkehr und dann direkt nach oben laufen. Nach einem Bruch der 32 kann man aufstocken. Das Spiel gucken wir uns jetzt gleich mal an. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich vorhin nicht short gegangen bin. Hat das als Begründung vorhin gereicht? Jetzt mein Fragenfenster weg. Wo ist das? Da. Hat das Begründung nicht gereicht? Was hat gefehlt, Uwe? Oder was fehlt dir? Ich sag dazu jetzt mal nichts, du Knalltüte. Echt. Also, jetzt gucke ich mir dieses Spiel hier an. Ups. Da. Er hat hier unten die Bewegung abgebrochen. Mein Stop geht break-even. Und jetzt gucke ich mir das in 1 Minuten an, ob bei mir, guck mal hier, da mit Schmackes durch, bestätigt. Und jetzt würde ich sogar überlegen,
Also Break-Even abgesichert sind wir schon mal, da kann schon mal nichts passieren. Die Jungs, die ihre 12-Punkte-Tagesziel haben, ich hoffe, die sind raus. In dem Moment, wo er jetzt nach oben schießt, wenn er das jetzt macht, er sollte nach der Bestätigung jetzt nach oben schießen und wenn er nach oben läuft und diese Order mitnimmt, geht mein Stop für die gesamte Position direkt darunter unter dieses Tief. Ja, zum DAX will ich gar nicht so viel sagen, weil aus der Nummer bin ich erstmal raus, da bleibe ich an der Seitenlinie. Solange der mir oben nicht ganz klar sagt, wo er hin will, oder unten ganz klar sagt, wo er hin will, ich kann den DAX noch nicht kaufen. Ich bin überhaupt kein Bulle. Das ist die Gefahr, dass der an diesen Marken oben einer auf die Mütze kriegt und abkippt wie blöd, die ist einfach viel zu groß. Und wir haben es die letzten Male gesehen, wenn der irgendwo eine bestimmte Marke erreicht hat und dort einen kleinen Schubs gekriegt hat, dann ist der abgeschmiert wie bekloppt. Und wenn die 1,1491 kommt, wirst du nicht shorten, doch. Die 1,1491, 11.491 und die 11.500 werde ich zum Shorten benutzen, ja. So. Wenn die, jetzt war ich zu schnell, die Kerze Bullishes Engulfing, wenn die jetzt so schließt, jetzt war ich zu fix, habe den zu dicht gezogen. Kann jetzt schwierig werden, jetzt muss ich das ausgleichen, indem ich meinen Stop gleich Break-Even hinterherziehe. Kann mich jetzt die Position kosten, das ist dann, wenn man zu mutig wird. Nochmal den Hinweis, wer sein Tagesziel erreicht hat, wer in den Kinderschuhen steckt oder wer noch als Anfänger hier handelt und sein Tagesziel bei 12 bis 15 Punkten hat, viel mehr sollte man nie haben, nicht wahr, Lutz? 12 bis 15 Punkte Tagesziel hat und die erreicht hat, der sollte verdammt nochmal dankbar sein, hier unten bei der 22, 23 irgendwo reingekommen zu sein oder bei der 24 und bei der 36 raus und dann kann man um 8.15 Uhr oder um 8.20 Uhr morgens, wenn alle anderen aufstehen und noch sich halb blind durch die Küche tasten, um die Kaffeemaschine zu finden, kann man hier schon sagen, okay, mein Tag ist gelaufen. Ja, die Bayern können alle sagen, ich genieße die Sonne und ich müsste jetzt sagen, okay, ich gehe raus und gucke mit dem Regenschirm und genieße den Regen. Ich würde bloß diese Position ganz gerne noch ein kleines Stück mit euch laufen lassen hier. Weil beim Pyramidisieren ist es ja schön, wenn wir jetzt ein neues Hoch kriegen sollten, dann können wir mit dem Stop schon mal unter das Tief, was ich jetzt auch machen werde. Wir brauchen nämlich dann nicht mehr 12 Punkte, sondern wir können den Stop auf 6 Punkte legen. Ich habe die Position verdoppelt. Den Entry habe ich bei 29. Das heißt, ich müsste meinen Stop nachher irgendwann auf die 35 legen können. Bei 29 den Einstieg, dann den Stop auf die 35 legen. Dann ist mein Tagesziel mit der doppelten Positionsgröße schon mal gesichert. Wenn er mich jetzt da unten rausschmeißt, dann schmeißt er mich da unten raus mit 2 Punkten. Aber warum muss ich meinen Stop da drunter legen? Warum muss mein Stop dahin? Genau deswegen, weil wir haben hier drunter was?
Genau. Mein Regelwerk war Kombination Zielbereiche und Euro Pro. Und Zielbereich macht er jetzt gerade kaputt. Und wir haben hier drunter die Aufwärtstrenddefinition wieder kaputt gemacht. Wenn die Aufwärtstrenddefinition kaputt ist, dann muss diese Position raus. Weil Abwärtstrend, wenn wir eine Abwärtstrenddefinition haben, habe ich in einer Long-Position erstmal nichts zu suchen. Er darf sogar noch bis hier runter bis an die 27. Das gucken wir uns gleich mal an. Oder ich gucke mir das gleich an. Wenn er das tut, kann man überlegen, ob man da eine neue Position startet. Aber wir sind ja hier zu Präsentationszwecken, um zu zeigen, wie wir uns die Märkte anschauen, wie wir die handeln, wie wir sehen, morgens relativ schnell unser Tagesziel von 12 Punkten, ne Lutz, von 12 Punkten nach Hause zu bringen und nicht den ganzen Tag vorm Chart zu sitzen. Unser Ansinnen, unsere Denke ist ja, dass wir so kurz wie möglich morgens vorm Chart verbringen müssen, um dann schnellstmöglich das Ding nach Hause zu bringen und sich dann hier aus dem Markt wieder zu verabschieden, zu sagen, okay, das war's. So, sind Fragen zu der Sichtweise oder zu der Denke? Dann stellt sie jetzt, weil dann danach werde ich mich jetzt hier verabschieden. Den Peak nach unten hat er nur für dich gemacht. Na logisch. Denkst du denn? Für wen sonst? Du hast wahrscheinlich noch einen Minilot dazugelegt. Und als ich das gesehen habe, habe ich noch ein Mikro drunter gepackt und dann hat er gesagt, so, das macht er. Nein, den Peak hat er nicht für mich gemacht, sondern den Peak hat er gemacht, weil hier unsere Zielbereiche liegen. Genau deswegen. Und die Nummer arbeitet er sehr gerne ab. Okay. Ich hoffe, der Ausblick hat euch ein kleines Stück weitergeholfen. Wir konnten euch einmal mehr ein bisschen Einblick in unsere Handelsweise geben. Wenn es, wie sagst du mir, oder wie sage ich mir, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es scheiße war, dann sagt es mir. Ich habe für so eine Sachen immer ein offenes Ohr. Also hier, der Junge, der turnt hier jetzt genau schön an der Linie rum, hat die 78 genau geholt, da. Eine Übertreibung nach der anderen. Jetzt ist er genau an der Marke, wo ich hin wollte. Ich weiß, Dirk bin noch ein ganzes Stück höher. Und dann werden wir, hier müssen wir jetzt schauen. Und wenn er die Nummer an der 98 noch holt oder beziehungsweise die 11.507, dann werde ich neu darüber nachdenken. Okay, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Dreiviertel Stunde lang, oder? Nelson? Klar, also so viel du möchtest. Jetzt habe ich ihn geweckt. Nein, hast du nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Na gut, erwischt. Das nächste Mal klopfe ich vorher an. Mach das. Ich hoffe, ihr konntet die Denke nachvollziehen, ihr könnt das Regelwerk nachvollziehen. Wer mit uns mitmischen möchte, der kann sich gerne bei uns melden. Unsere Community freut sich immer wieder über Zuwachs. Wir sind, glaube ich, ein ganz illustrer Haufen. Vor allem das Schöne ist, bei uns kann man sich gegenseitig unterstützen. Ziel long, mein lieber Paul, sind wir bei 1,1365 abzüglich Spread, 1,1363. Da oben könnte er erstmal noch was an die Backen kriegen und wieder
nach unten stürzen. Aber alles kann, nichts muss. In diesem Sinn sage ich jetzt erstmal Danke und wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Glück mit euren Positionen. Und wer heute Morgen mitgehandelt hat, der kann sich ja vielleicht mal breitschlagen lassen und uns vielleicht sogar seine Ergebnisse mal schicken. Dann haben wir auch, was der eine oder andere gehandelt hat und vor allen Dingen mit welchem Ergebnis. In diesem Sinne euch jetzt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin. Danke an Nelson, dass ich hier mal wieder dabei sein durfte. Wir telefonieren wahrscheinlich heute im Laufe des Tages mal, ne, mein Lieber? Yes, machen wir. Alles klar. Okay, in diesem Sinne verabschiede mich jetzt, sagt tschüss, tschüss, moin, moin, euer Skype-Trainer draußen. Ja, vielen Dank, Thorsten, und vielen Dank an die Teilnehmer für das zahlreiche Erscheinen heute früh und wünsche natürlich auch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.